Lindau 2020. Ja, wir stehen auf dem Campingplatz heute am 4. August 2020. Da ist er. Ja, man sieht ihn nicht so oft, denn er ist so gut wie ausverkauft. Der Optima On Tour Edition. Und er ist 6,70 Meter, richtig? 6,70 Meter lang. Ich gehe mal ganz kurz drum rum. Und das Besondere ist, er ist so breit, ungefähr so breit wie das Fahrerhaus selber. Das heißt, er ist unglaublich schmal. Man kommt damit überall durch. Auf Basis von Citroën, das Ganze natürlich in Euro 6 Ausführung, ja, mit AdBlue, richtig, ja. Muss man nachfüllen. Die stolzen Besitzer stehen gerade neben mir, sie haben ihn nämlich erst seit kurzer Zeit und sind ganz begeistert und sind mit Hobby schon unterwegs, ihr ganzes Leben lang, haben sie mir erzählt, oder fast das ganze Leben. Wenn du dich mal kurz vorstellst, wie ist dein Name? Jürgen Maschewski. Ja, grüß dich, du bist aus Oberhausen. Ja. Genau. Und da ist deine Frau. Ich bin die Petra. Grüß dich, Petra. Ich grüße dich herzlich. Seid nicht verheiratet? Nee. Ja, es kann ja vielleicht noch werden, wer weiß. Nein, sagt er. Ist nicht so schlimm. Ihr liebt euch auch so, oder? Ja. Genau. Ist so. Muss man nicht haben. Muss man nicht haben. Ist so. Da vorne ist er, der Hobby. Der ist schön, oder? Der ist sehr schön, ja. Was ist denn da so schön dran? Ja, wir waren vorher Wohnwagenbesitzer und jetzt geht alles mit dem leichter. Der ist optisch schön, der ist von innen sehr schön, also... Er sieht unglaublich klein und kompakt aus, genau. Aber innen drin ist er riesig, oder? Ja, genau. Genau, der ist gut gemacht. Der ist gut gemacht, genau. Das Besondere als Frau ist natürlich, du hast mir vorher erzählt, du wolltest ungern Gas anmachen, ja, weil du immer Angst hattest im Wohnwagen, da passiert irgendwas, ja. Ist aber nicht so, oder? Nein. Das heißt, Gas anmachen hier heißt, die Heizung anmachen, einfach anmachen geht. Ja, das macht der Herr Maschewski. Da kann man schön auf Gradzahl einstellen, das ist eine schöne Sache, genau. Das ist eine Frage, ihr... Duzt euch untereinander? Ja, sicher. Der Herr Maschewski, ist das so der Spitzname von ihm? Ich hab jetzt, nee, der Jürgen meine ich. Der Jürgen, okay. So, du bist die Petra? Ich bin die Petra. So, haben wir das jetzt mal geklärt mit euren Verhältnissen hier, aber ich sag mal, ihr seid oft auf Achse, oder? Es geht, also so wie wir Zeit haben. So wie wir Zeit haben. Ist auch beruflich noch gut im Einsatz. Ja, der steht jetzt wo, der Wohnwagen, wenn er jetzt nicht im Einsatz ist, das Wohnmobil? Bei uns zu Hause vor der Tür. Vor der Tür. So, jetzt habt ihr euch direkt mal was bei Obelink besorgt, ja. Das war nämlich hier vorne... Das ist ein spezielles Sonnenschutzgitter, aber das funktioniert wunderbar auch im Regen. Braucht man Regen? Ist ein bisschen durchgekommen, aber wir haben es jetzt halt zweckentfremdet. Ihr habt zweckentfremdet. Die Thule-Markise habt ihr leicht angekippt, damit der Regen abfließen kann. Richtig. Genau. So ist es. Ja, das Schätzchen, wir gucken es uns gleich mal an. Es gibt so ein paar kleine Sachen, die man etwas besser machen könnte, oder? Ja, da könnte man verbessern. Ja, zum Beispiel, ihr habt die Markise, das habt ihr mir direkt mal gezeigt. Da ist die Gummilippe nicht drauf. So, die ist hier vorne. Hier regnet es nämlich richtig durch, oder? Ja, wenn es regnet, läuft das Wasser an der Seite runter vorbei am Wohnmobil. Ja, du bist auch Handwerker. Das heißt, du kennst dich so ein bisschen aus. Du hast ein paar Sachen schon verändert. Ja. Innen drin die Aufbautür. Ist das ordentlich hier? Man kommt gut rein? Ja, man kommt ordentlich rein. Ne? Die Stufe geht automatisch. Kann man rausfahren, kann man auch wieder rein. Wenn eine Zündung an ist, geht die rein. Okay. Ne? Da... braucht man sich nicht groß zu kümmern. Du hast hinten eine kleine Modifikation gemacht im Kofferraum, wenn du mir das mal gerade mal zeigst. Bisschen verändert. Vorher waren die Leisten hier unten, die kleinen von 40 cm. Ich habe oben so Leisten von Würth dran gemacht, dass man die Stühle vernünftig festmachen kann und den Tisch vernünftig festmachen kann, dass das nicht hin und her schleudert während der Fahrt. Okay, das heißt, das war auch im Prinzip ruckzuck gemacht, oder? Ja, das war eine halbe Stunde, war das fertig. Okay, und das funktioniert? Ja, es funktioniert super. Okay. So, die ist auch groß genug hier, die Garage? Die ist groß genug, die reicht voll und ganz, ne? So, ihr habt E-Bikes dabei. Der war dabei, der Fahrradträger? Nein, den habe ich separat drauf machen lassen vom Werk aus, ne? Habe ich es mitbestellt. Hab ich mitbestellt. Und das ist gut mit den E-Bikes, das klangt? Das klappt erst rein. Ich habe da keine Probleme mit. Ich nehme die Akkus raus und dann nehme ich die vorne und hinten, stelle die so drauf und fertig. Ja, klar, da sind die auch leichter, gell? Ja, da sind die viel, viel leichter, ne? Ich zeig's mal gerade. Hier vorne sind nämlich eure E-Bikes. Die hast du jetzt mal so zum Test, hast du die erworben von jemand, der die praktisch günstig abverkauft hat? Ja, die habe ich günstig gekauft und mal so zum Testen, ob das funktioniert mit den E-Bikes, ob die Frau damit klarkommt. Für die Frau ist das ein bisschen zu groß, hätte eine Nummer kleiner sein können, aber für den Preis, was wir bezahlt haben, fährt. Kommt irgendwann noch neue. Gut, wir sagen jetzt mal nicht, was du bezahlt hast. Es war recht günstig. Das Starke hierbei ist, man kann sich direkt anschließen. Die Satzschüssel ist auf dem Dach drauf, funktioniert leider nicht. Du hast genau vom Baum geparkt. Ja, genau. Sonst hätte es auch funktioniert, oder? Ja, sonst hätte es funktioniert. Weil wir haben die auf einem anderen Campingplatz, war super ausgerichtet und da haben wir ein gutes Bild gehabt. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz auf das Thema Hobby. Ihr hattet ja vorher schon Hobby und jetzt bauen die ja noch nicht so ewig Wohnmobile. Das heißt erst seit ein paar Jahren. Ja. Wir haben den, waren wir auf der Messe
in Bocholt war so eine Messe, wie heißt das, Oktoberfest. Und da war der Weinsberg und der Hobby daneben. Und da hat der Verkäufer, haben wir mit denen gezeigt und den anderen gezeigt. Und dann haben wir uns für denen entschlossen, weil wir vorher auch Hobby hatten. Der ist wunderbar schmal. Das heißt, der kommt auch in Italien und so weiter gut durch, gell? Das haben wir noch nicht ausprobiert. Wir waren noch nicht in Italien. Normalerweise bauen die ja immer so an der Seite ein bisschen auf. Aber hier siehst du ganz genau, du brauchst noch nicht mal eine Verlängerung der Spiegel. Das heißt, du kommst einfach so hin. Ja, der ist genauso breit wie ein Auto. Ein bisschen, vielleicht ein paar Zentimeter breiter wie einen normalen PKW, ne? Ja, wir gucken gleich mal rein, denn er ist unglaublich geräumig, obwohl er so klein ist außen, ja. Das täuscht nämlich. Dadurch wirkt er unglaublich handlich. Was ist denn da drin, hier unter der Klappe? Da ist der Gasanschluss. Das hat Hobby auch sehr super gemacht. Zwei Gasflaschen? Ja, und man zieht hier einen Hebel. Jetzt tropft es nämlich raus, ja. Liebe Hobbyleute, die Gummilippe, ist die denn so teuer gewesen? Du hast eine Aluflasche reingemacht? Ja, weil das leichter. Oder? Ja, aber ist leichter, ne? Ich habe mal eine normale mitgenommen. Es ist viel, viel leichter. Die große wiege genauso wie die kleine. Echt? Ja. Stark, warte, ich zeig das mal gerade. Das heißt, der hat einen Auszug. Dadurch kommt man unglaublich leicht ran. Richtig. Und man kann es einfach rausfahren und dann, ihr habt auch warte mal. Komm mal kurz auf deine Seite. Ich weiß nicht, ob ein Duo-Control drauf ist. Das heißt, ihr müsst die Gasflasche nicht umschalten, oder? Das geht automatisch? Das geht automatisch, ja. Und wir haben extra hier so ein Teil noch einbauen lassen, wenn mal ein Unfall ist oder sonstiges ist, dass die sich automatisch schließen. Ein Crash-Sensor. Das heißt, ihr könnt auch während der Fahrt heizen und kochen und so weiter. Das ist dann erlaubt. Ja, das weiß ich nicht, ob das erlaubt ist. Wahrscheinlich ist es so. Wenn der Crash-Sensor eingebaut ist, darf man es, glaube ich, benutzen. Aber wahrscheinlich gibt es wieder 1000 Kommentare, die uns das erklären. Das kam so mit dabei hier, das zum Ausziehen? Ja, das war mit dabei. Ist alles in einem Paket gewesen. Okay, dann... Wenn du es noch mal kurz reinschiebst. Kleine Sperre mit dabei. So, den Tisch, den habt ihr euch besorgt von Obelink, nehme ich an, oder? Den Schrank, ja. Ja, der Schrank ist von Obelink. Der Tisch, der kam vom Lidl, gell? Von Lidl. Der war von Lidl, genauso wie die Stühle. Das ist schon interessant. Ab und zu gibt es da so... Ist. Zeig der mal. Ist leicht. Gut, du bist auch Handwerker, du hast Kräfte. Ja, aber trotzdem ist trotzdem schafft man es. Ist auch wichtig, leicht. Das Thema ist Gewicht auch. Ja, ihr seid ja bei 3,5 Tonnen. Klappt das gut mit dem Gewicht? Wir haben bis jetzt, schätze ich mal, haben wir noch nicht keine 3,5 Tonnen erreicht. Weil das Ganze, was wir mit haben, glaube ich nicht. Okay, das Thema Zuladung. Er ist ja klein und kompakt. Normal ist ja so die Grenze 3,5 Tonnen, die hat man schnell erreicht, wenn man nicht aufpasst, oder? Ja, glaube ich, der hat 600 Zuladung. Oh, das ist ordentlich. Ja. Okay. Ja, wir gehen mal rein. So, uns mal angucken, wie der geräumig denn innen ist. So, ich habe extra, werde ich jetzt mal die Füße hier abputzen, dass wir da nichts machen. Wow, das heißt auch die Stehhöhe wirkt auch unglaublich groß jetzt gleich mal hier drin. Wenn ihr mal so lieb seid, mal reinkommt. Das mal gerade mal zeigen. Jetzt merkst du gar nicht mehr, dass er so schmal ist, oder? Nein, jetzt merkt man gar nicht. Man meint, es ist ein großer Raum hier, ne? Hier vorne, ne? Es ist super, man kann den Tisch verschieben, ne? Hier. Okay. Den kann man hin und her verschieben, ne? Wir haben ihn jetzt weiter vor, weil wir gestern Abend, weil es geregnet hat, hier drin gegessen haben. Ne? Ja, und darunter ist noch zum Vergrößern. So, ne? Darunter ist zum Vergrößern, das heißt, man kann ihn auseinanderziehen. Man zieht das so raus, oder wie funktioniert das? Der Praxistest habt ihr wahrscheinlich noch nicht gemacht. Doch, habt ihr schon gemacht. Ah, okay. Das heißt, man kann denn da sitzen. Das ist ja praktisch. Das heißt, du könntest auch bei dir an der Seite, wenn du da jetzt sitzt, einfach mal zum Frühstück. Ja, hier sitzen. Okay, super. Na? Normalerweise, ich nehme an, der eine sitzt da, der andere sitzt hier auf der Bank, oder? Nö, ja, wir beide hier. Beide da? Ja. Okay. Er ist echt groß. Ja. Und das ist auch hier von der... Und die Schränke, super gemacht hier, ne? Hier hast du schön... Die Zigaretten drin. Na? Und der gute Alphatronics. Das ist einer der beliebtesten und bekanntesten Fernseher, die es gibt, ja, die eingebaut werden auf 12-Volt-Basis. Ja? Ja, ich hab selbst einen. Also er funktioniert richtig gut. Das ist so. Die Satzschlüssel, ja, du hast dann ein bisschen gesucht, hast dann geguckt, ja, und du standst genau vom Baum, ja. Vom Baum, steht gefunden. Steckt man nicht drin, oder? Ich habe, glaube ich, den ganzen Fernseher verstellt jetzt alles. Boah, das kriegen wir schon noch hin. Ja. Dann habe ich mir noch einen Rauchmelder eingebaut. Wo denn? Wo ist er? Da. Warte mal, ich guck mal da in der Ecke. Da ist so ein kleiner Rauchmelder. Das kann ja immer mal passieren, dass irgendwas mal kokelt. Ja, richtig, dass mal irgendwas brennt oder sonstiges, dass man ein bisschen sicherer ist, dass man so einen Rauchmelder hat. Warte, ich komme mal kurz auf deine Seite, dass man mal so sehen kann, wie groß und geräumig das Ganze ist. Du hast mir erzählt, am liebsten hättest du gern Automatik gehabt. Es gibt den Kleinen nicht mit Automatik. Nee, am liebsten hätte ich mit Automatik gehabt, weil ich bin schaltfaul, weil ich fahre sehr viel Auto und lieber Automatik wäre schöner gewesen. Aber leider gibt es den noch nicht in Automatik. Ist eine große Küche, oder? Mhm.
Ja, doch. Hier kann man auch noch, wie das jetzt geht, weiß ich, habe ich noch nicht ausprobiert, kann man auch noch verlängern. Kann man verlängern. Ihr habt den jetzt wie lange, den Wagen? Ende April. Ende April bekommen, mitten in Corona. Ja, genau. Wir das heißt, sollten den noch später bekommen, da sollte sich alles verschieben und dann kann man doch dann etwas eher. Etwas eher. Und da oben, da ist die Truma, iNet Ready. Das heißt, ihr habt aber jetzt nicht die Erweiterung für die App, fürs Handy habt ihr nicht gekauft, oder? Nein. Okay. Ist das schwer zu bedienen? Zeig mal bitte. Wie funktioniert das? Draufdrücken, Wohnwagen Heizung, drauf, on, auf Gradzahl. Okay, das ist alles. Das ist alles. Dann ist die Gradzahl jetzt 12 Grad. Ja. Würde der jetzt auf 12 Grad aufheizen. Okay. Na? Und hier links, was ist da? Das ist Wasser. Ja. Da wird das Wasser aufgeheizt. Ja. Auf Eco, Hot oder Booster. Booster ist richtig, dann geht der schnell und heizt richtig auf. Okay, falls mal zwei Leute duschen wollen. Das ist Gebläse und hier kann man einstellen die Uhrzeit und so alles. Dann geht er auch nach Uhrzeit an und so was alles. Ne? Ist ja immer so, wenn man so einen Drehregler hat mit allem drum und dran. Das hier ist jetzt schon die etwas komfortable Version mit LCD. Aber ist nicht schwer zu bedienen. Man muss ein bisschen reindenken, war auch nicht lange gebraucht für. Und hier links, was da zu sehen? Das sind Knöpfe hier. Das weiß ich nicht. Das kann man schalten, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Habe ich auch noch nicht in der Beschreibung gefunden, die nicht sehr gut ist, die Beschreibung. Liebe Leute von Hobby, ihr müsst eine stärkere Beschreibung machen. Ja. Das heißt, also der ist einmal orange, wenn du drauf drückst und einmal ist er grün. Grün, aber was das bedeutet, passiert nichts. Und wenn das Licht an ist, geht es nicht aus mit dem Hauptschalter. Nein. Hast du das mal probiert? Ja, habe ich gemacht. Wir können das mal ausprobieren. Wir machen mal auf grün. Licht so, an. Das Licht ist an. So, jetzt macht er den Hauptschalter aus. Genau, das Licht mal anlassen. Licht anlassen. Anlassen und dann den Hauptschalter mal. Ach, du machst nämlich mit dem Hauptschalter das Licht, das Ganze komplett anlassen. Und wenn du gehst, auf einmal alles ausmachen. Das ist wahrscheinlich der Hauptschalter. Okay. Das könnte nämlich sein, dass du das ganze Setup mit einem Knopfdruck ausmachen kannst. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Das heißt, da vorne ist Landstrom dran. Das heißt, du steckst im Moment an 230 Volt. Ja. Nachteil ist auch, du hast mir gesagt, er lädt nicht während der Fahrt. Nein, gell? Weil ich habe mir noch eine Zusatzbatterie einbauen lassen. Also ich habe jetzt insgesamt 3 Batterien und lädt nicht während der Fahrt die Batterien auf, die für den Aufbaubatterien sind, ja. Richtig. Genau. Das heißt aber, ich glaube, das ist bei den neuen Fahrzeugen wegen der CO2 ist das so, dass der Ladebooster ist nicht integriert. Kann man aber nachrüsten, habe ich gehört. Das heißt, dass er während der Fahrt dann auch läuft. Das Beste ist, ihr fahrt jetzt sowieso mal zu Hobby, gell? Ja, wir fahren zu Hobby und dann möchte ich mal nachfragen, dann lasse ich mir das einbauen, weil das ja, man steht ja irgendwo 2-3 Tage und Batterien sind leer und sie fahren los und wollen woanders stehen, dann ist die Batterie immer noch leer. Ja, CO2 ist das Thema, weil der hängt an der Lichtmaschine, dann wären eventuell die CO2-Werte, hat mir der Hersteller irgendwann mal erzählt, dass die nicht mehr laden während der Fahrt. Gibt es aber so Ladebooster, kann man nachrüsten, dann laden die während der Fahrt. Ja, aber was ich nicht verstehe, wenn ich fahre, wenn ich die Zündung anmache, dann leuchtet trotzdem das Ladeding auf. Es kann aber sein, dass das Ladegerät an der Fahrzeugbatterie hängt und die ist dann voll und dann denkt er wäre voll und dann lädt er die Aufbaubatterien nicht mehr. Mhm. Könnte sein. Also ich stecke da nicht so ganz drin, am besten mal die Hobbyleute fragen. Ja. Da vorne ist das Wasser links. Ja, einmal Abwasser. Ja. Und einmal Frischwasser. Batterien 1, Batterie 2. Sind jetzt voll. Die sind jetzt voll durch die Ladestation jetzt hier am. So, da vorne sind die allzeit beliebten Corona-Masken, die man hier braucht. Ja. So, dann ist hier was zum Aufhängen, das ist auch ordentlich. Ja, das ist auch ordentlich. Und man kann auch hier, wenn man die Türe, ist auch zum Aufhängen. Ein Spiegel drin? Nein, ist kein Spiegel drin. Tja, die Frage ist, wie will sich deine Frau denn? Da vorne ist der Abfalleimer. Der Abfalleimer ist auch sehr gut. Was wir rausgefunden haben, die Frau, ist, dass in den Abfalleimer ein Handfeger und ein Kehrblech ist. Ach, sag mal. Ist da mit eingebaut? Ja. Wenn man es rauskriegt. Ja, ist auch gemein, wenn die Kamera kommt, gell? Guck mal da. Das ist integriert. Ist zwar winzig, aber wenn man es gerade nicht hat. Für eine Kleinigkeit, ne? Dann passt das. Da habt ihr gut gemacht von Hobby. Da vorne ist die Spüle. Wenn du mal gerade so lieb bist, die mal aufmachst, dass ich mal reingucken kann. Mal gerade mal sehen, wie groß die ist. Der Wasserkocher passt auch daneben. Ja. Ach, da ist die Spüle. Das Kochfeld war links. So. Okay. Langt, oder? Das langt. So, und da ist das Kochfeld mit 3 Flammen. Auch da ist es so, jetzt ein ganz großer Topf, dann ist schon fast voll, oder? Ja, aber wir sind zu zweit und je nachdem, im Sommer steht man oft draußen und macht das dann eher, ne? Wer macht das denn? Ich habe gesehen, ihr habt hinten noch einen großen Grill. Ja. So, da vorne, da sind jetzt noch die Schubfächer. Ist das ausreichend für euch, oben und unten? Ja. Ja, so, das reicht. Na, da gerade so lieb ist, da unten mal da die Hier ist noch ein Schrank. Warte mal kurz. Der ist beleuchtet auch. Komm mal kurz zu dir.
Ah ja, da sind die Hosen drin mit allem drum und dran. Da könnte man auch was reinhängen. Ja, nee, das ist auf der anderen Seite. Dann drehen wir einmal. Okay, und da sind die hängenden Sachen drin. Okay, ihr habt jetzt das in der Mitte, habt ihr zugemacht, das heißt, ihr habt jetzt eine große Liegefläche, oder? Genau. Ja. Okay, verstanden. Wenn du mal gerade so lieb bist, da die Schublade mal aufmachst, ich würde mal gerne reinschauen, wie groß die ist. Ah, die ist jetzt nach neuestem Trend, ist die dann ganz groß und da vorne sind auch die Gasregler mit drin. Mhm. Unten drunter, wenn ich einmal kurz reinschauen darf, weil die Leute sehen sich immer über die Größe. Was kann man da alles reinmachen? Okay, da habt ihr kleine Fächer drin, in der Mitte ist der Kaffee. Cappuccino. So, und da sind auch noch ein paar kleine Fächer drin. Und Miracoli. Aber das reicht. So, und da hinten das Bett. Ich halte mal ganz kurz rein, dass man das mal sieht. Schlafen ist gut hier drin? Ich schlafe hier super drin, wie ein Baby. So, deine Frau, die mag es nicht, wenn es regnet, gell? Ja, dann ist das ein bisschen laut, aber die ist ja empfindlich. Ja, ist bei uns aber auch nicht anders. Sobald es irgendwie ein bisschen regnet, dann ist es so. So, und dann der Nassbereich. Film mal kurz rein, dass wir das mal haben. Ist das ausreichend für dich? Das ist ausreichend. So, da ist das Klo. Also wir haben jetzt auch wegen Corona die Dusche auch schon sehr oft benutzt. Ne? Und das langt mit dem Wasser. Das heißt, es ist natürlich stundenlang duschen, ist der Tank irgendwann leer. Ja, aber das reicht. Auf jeden Fall. Mal kurz zu benetzen. Da vorne ist auch nochmal ein Fensterchen mit drin, dass man lüften kann. Genau. Dann kann man hier zumachen. Auch ein sehr schöner großer Spiegelschrank. Interessant ist, da vorne ist so ein Seil drin, dass man was aufhängen kann, gell? Ja, da kann man ein Handtuch oder so. Cool. Jetzt hätte man hier fast noch einen Spiegel reinmachen können, oder? In der Tür? Ja. Aber das mir reicht nachrüsten. Der da drin. Der ist da drin. Super. Der Spiegelschrank ist eigentlich schön, ja. Kühlschrank? Darf ich den mal sehen? Automatik nehme ich an. Das heißt, der schaltet automatisch um, oder? Ah, der ist von Hand. Okay. Das heißt, die stelle ich dann ein. Ich bin auf Strom jetzt, Landstrom, habe Gas oder habe Batterie. Da oben ist ein kleines Eisfach mit drin. Der macht doch kalt? Ja, der macht auch schön kalt. Wir haben hier so mal ausprobiert, mal sicher so mal reingestellt, mal vier Stück, dass die mal, ob das überhaupt eingefroren wird. Aber friert gut ein. Mhm. So, da unten der Fleischsalat. Ja. Darf auch nicht fehlen. Ja, es passt einiges rein. Die Schlagsahne. Eins, was nicht gefällt, ist, man sieht's. Ah, es könnte etwas höher sein. Also bei der großen Flaschen hätte man da mal ein Stück runtergenommen. Hätte das ein kleines Stück höher sein können. Ja. Kann man aber nicht verstellen. Kann man nicht verstellen. Habt ihr wahrscheinlich schon ausprobiert. Ja. Das heißt, es bleibt nur das Ding komplett wegzulassen, oder? Ja. Das würde das weglassen. Um das da wegzulassen. Naja. Aber sonst ist er ganz gut. Der kühlt super. Gegen die Vorregelin ist er perfekt hier, der Kühlschrank. Der ist schön kalt. Wir haben ihn schon ein bisschen runtergestellt, weil er war schon eingefroren, die Sachen. Normalerweise ist das hier die Größe im Prinzip von einem Kastenwagen. Ja? Mhm. Das heißt, ihr kriegt aber ein Wohnmobil dafür. Also die Leute, die jetzt einen Kastenwagen haben, die sind ja noch wesentlich beengter. Das heißt, also hier hat man etwas mehr Platz, weil es höher ist, oder? Ja, hier hat man mehr Platz. Auch von so her, auch von der Aufteilung her passt das alles. Ne? Mhm. Das ist das Gute hier. Schön. So, da komme ich noch mal kurz raus. Fliegengitter ist auch mit drin? Auch mit drin? Ja, da ist es. Und was ich schön finde hier, ist das große Fenster. Das macht unglaublich Raumgefühl. Das heißt, es ist nicht so... Wenn das Fenster mal zu wäre, ist, dann meint man, ist man enger, ne? Ja, genau. Unglaublich beengt. Und jetzt, wenn das Fenster auf ist, ist der Raum viel größer, gefühlt. Richtig. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ja, heute ist der einzige Tag und gestern war der einzige Tag, wo es regnet. Heute ist der Temperatursensor mit drin. Gehe ich nochmal kurz raus. Die Markise, die kam so mit. Die war dabei. Genau. Die war mit dabei. Die war mit dabei. Da kommt jetzt noch eine Lippe rein, habt ihr mir erzählt, dass das Ganze nicht mehr durchregnen kann. Also ihr seid rundum zufrieden, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ihr würdet den nochmal kaufen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Preis-Leistungs-Verhältnis war richtig gut, gell? Das war auch in Ordnung alles. Ja. Alles das war perfekt. Auch für dich? Ja, für mich auch. So, ihr habt für den Wohnwagen habt ihr noch ordentlich was bekommen, oder? Ja, für den Wohnwagen, der war 3 Jahre alt, da haben wir noch gutes Geld für gekriegt vom Händler, wo wir den gekauft haben. So, jetzt Unterschied Wohnwagen-Wohnmobil, wenn ihr mir das mal kurz zusammenfasst. Was ist der Vorteil jetzt? Schneller alles aufgebaut. Beim Wohnwagen muss man zu viel auspacken. Man hat zu viel mit, schnell vieles reinpacken, untere Betten. Ja. Hier kann man in eine Garage reinpacken, was man beim Wohnwagen nicht hat. Ne? Und wir sind viel flexibler. Ne? Ja, gut, das Thema Stellplätze. Man darf ja mit dem Wohnwagen gar nicht auf die Stellplätze drauf für Wohnmobile. Ist ja auch ein Problem. Gibt es schon mal Ausnahmen, aber wenig. Okay, super. Ja, vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick im Regenwetter. Ich zeige es nochmal gerade von außen.
Wenn du mir gerade mal deinen Namen noch verrätst, du bist der? Jürgen Maschewski. Der Jürgen und du bist die? Petra. Die Petra, super. Jürgen und Petra im Optima On Tour, dem Hobby aus dem Jahr 2020. Sie sind hochzufrieden. Ja, das Besondere ist die Aufbauform. Er ist nämlich sehr, sehr schmal. Ein Live-Bericht aus Lindau. Und ich denke, ja, die beiden sind sehr zufrieden. Ja, vielen Dank euch beiden, gell? Ja. Tschüss.